So, da bin ich mal auf meine Gladiatoren. Und ich werde keine Frage mitmachen. Wir machen das Schoko-Kaiser-Grab. Wir stehen im Pandemonium vor diesen beiden netten Typen. Und ja, du kannst die Musik ein bisschen leiser machen. So. Genau. Die stehen auch einmal noch in Nostra, also in der Level 66 plus Hauptstadt quasi. Und wir dürfen jetzt die Mitte machen. Im Grunde haben wir auf der ersten Ebene 3 Spells und müssen uns jetzt hier ein bisschen mit drum kümmern. Dass die Seiten jetzt zurechtkommen. Ich muss jetzt warten, dass alle da sind und warten, bis alle oben sind. Wir sind ein super netter Schoko. Und ja, wenn alle auf Position sind, können wir. Wir haben 3 Skills, ein AOE, ein Single Target und noch ein AOE und wir helfen jetzt mit den Seiten hier ein bisschen klar zu kommen. Der Anfang ist noch relativ simpel. Dort, da kommt mal ein Mob. Es wird aber jetzt immer schwerer. Ich helfe jetzt einfach beiden Seiten immer ein bisschen mit und spam meine AOEs und meine Normal. Wir haben halt unten hier immer 3 Türme und die dürfen nicht kaputt gehen. Wenn die kaputt gehen, haben wir es verkackt. Kann ich ausnehmen, Leute. Normal sind jetzt hier noch Schriftrollen drin und alles, die uns helfen könnten. Aber irgendwie haben die gerade keinen Bock drauf. Na, ab und an spawnt dann nach jeder Welle halt auch noch ein Boss. Den müssen wir auch noch vernichten. Und wir bekommen dann immer bei den Ebenen noch ein bisschen ein paar Skills dazu, weil die Bosse werden ja auch heftiger und man sieht schon, die Wellen werden böser. Ich helfe jetzt einfach hier ein bisschen mit. Ich habe lange keine Mitte mehr gemacht, also flamet mich bitte nicht, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache. Gebt mir jetzt größte Mühe, dass ich hier nichts falsch mache. Hier ist auch schon der Mini-Boss. Helfen wir kurz hier mit, dass wir fertig werden. Dass wir alle beim Boss sind. Ja, das ist der erste Boss. Das ist noch kein großer, böser Typ. Außer, dass man, wenn man dumm ist und halt zu nah dran ist. Es ist ein Elite-Stufe 5er. Euer Ziel ist also zu weit weg. Noch nichts Schlimmes. Die nächsten werden dann das richtig schlimm. Ich bin leider kein Gruppenleader, daher kann ich nichts zu sagen, wer jetzt hier looten darf, wer nicht zuerst. Dieses Ziel könnt ihr jetzt. Euer Ziel, okay, er hat es eigentlich umgestellt. So, hier haben wir nämlich dann sowas wie Heilspruch zum Beispiel. Nehme ich erstmal locker mindestens einen mit. Vergessen, ups. So, ich kann den Boss immer nicht ausnehmen, weil im Boss sind dann Kartenfragmente zum Beispiel drin. Da können auch Schlüssel drin sein, die uns dann die Schatztruhen öffnen können. Der Heilspruch heilt einfach einen Turm, wenn er zu low ist quasi. Dadurch, dass er jetzt aber umgestellt hatte, haben wir ein bisschen Zeit verloren. Jetzt hier ein bisschen mithalten, dass wir hier gut zurechtkommen. Wir müssen uns einfach alle gegenseitig helfen und alles ist schick. Kriegen wir das auch hin? Muss ich mal kurz da ein bisschen mithelfen? Hier ist schon der nächste Boss. Ich muss kurz auch schnell auf der anderen Seite mithelfen. Das ist schon ein Maximum. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Man sieht es an der Leiste. Da hat jemand schöne Flügel. Und ja. Euer Ziel ist zu weit weg. Ist nicht zu weit weg. So, mal gucken, dass man nicht zu weit weg ist, wenn man den Single-Target-Skill macht. Also in der Mitte. Dann passt das auch. Oh nein, mein Turm. Turm sollte halt möglichst nicht fallen.
Kann ich den schon benutzen? So, so sähe das dann aus. Sie liegen bald aufeinander. Nehmen wir schön mit. Brauchen ein paar Heilsprüche. Hier sind Kartenteile, die wir unbedingt brauchen. Na toll. Ich bin voll. Scheiße. Möbel brauche ich nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Ja. Nehmen wir noch einen. Noch einen kriege ich auch noch mit. So, hier mal noch. Ah, die ist auch gut. Ich krieg Platzprobleme. Ah, das will ich nicht. Können wir mal wegtun. Ach, ist egal. Lass mir so. Ich will die Kartenstücke auf jeden Fall mitnehmen. Dann ist auch alles gut. Wenn wir dann soweit sind. Oh! Cool. Danke. So schön zu wissen, Freisplündern. Aber. Machen wir so. Müsste gehen. Willkommen. Gehen wir weiter. Wir müssen jetzt so vieles haben. Ziehen wir die mal hier runter. So. Mein Inventar ist voll. Ich brauche mein Inventar aber gleich. Alle ready? Gut. Wir haben jetzt auch einen neuen Skill bekommen. Das ist Gift. Und ich bekomme dann ab dem nächsten Level, glaube ich, auch meinen... eine eigene Lane quasi. Oh ja. Ja, hier bekomme ich sie sogar schon. Muss ich schön aufpassen, dass mir die hier nicht zu viel Schaden machen. Ah, nein, ich habe zu früh. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Ah. Halt, das Gift verbraucht meine GK. Aber die muss ich vergiften, weil die Runner sind schon echt nervig. Ich war gerade vorher nicht drauf gefasst, dass ich jetzt schon eine Welle kriege. Okay, die schaffen das voll easy. Kommst hier nicht so weit. Geh weg. Niemand fest meinen Turm an. Das ist der Boss. Die andere Seite ist gleich fertig. Vergift ihn mal. Hier gibt es halt irgendwie keinen Effekt. Wirklich. Naja, ist egal. Das bisschen GK haben wir schnell wieder. Normal kann man sich eigentlich auch absprechen, wer wann das Gift zündet. Es kommt dann auch später noch ein Schutzschild und alles. Da wird dann eigentlich auch abgesprochen, was, also wann das gezündet wird quasi. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Müssen wir wieder die kleinen Feen hier killen. Das ist kein gültiges Ziel. Ja. Okay, das ist wie eine, die Elfenessenz ist wie Marmelade. Quasi. Das nervt übelst. Quasi stellt sie uns GK wieder her. Euer Ziel existiert nicht. Und ich muss hier ganz schön aufpassen, dass ich mich nicht zu dumm anstelle. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Haramel mit den Mobs. Wieder Full GK, das heißt, die nächste Welle kann ich wieder vergiften. So.
nämlich auch nicht so weit. Oh, ich hab den Boss. Nicht so günstig. Sind sie alle da? Er sneakt gerade. Man muss ein bisschen auf den Turm auch aufpassen. Oh oh. Zum Glück habe ich Heilkugeln mitgenommen. Ja, und im Grunde was, dann kann man eigentlich so viel hier nicht falsch machen. Außer ich kann alles falsch machen. Ich bin ein Talent. Ich habe das Talent dafür. Ah, toll. Ich keine Heilkugel mehr. Ah, toll. Jetzt müssen wir ihn down kriegen. Oh, komm schon, stirb, du scheiß Maximum. Ach, dumm. Wir sind zu nah dran. Aber es interessiert mich auch irgendwie gerade nicht. Ich brauche Heilsprüche. Mann. Na toll. Das, was ich wieder brauche, schmeiße ich das halt weg. Ich brauche schon Elfenessenz, wenn man das haben kann. Ach, mein Inventar ist definitiv einfach zu voll. Inventarverteidigung brauche ich aber. Eine Stunde. Ich habe aber auch wirklich nur Zeug mit wieder, was ich brauchen könnte. Das schmeißen wir jetzt weg. Das schmeißen wir jetzt auch weg. So. Wenn ich ein Heil-Dings mitnehmen. So. Haben wir jetzt alles? Ja. Meine Heilsprüche müssen das bereichen. Nyan, nyan, willkommen. Jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer. Ich muss da mal unbedingt gucken, ob ich noch irgendwo ein Mjol habe, wo ich was reinstopfen kann. Passen. Nehme ich jetzt nicht auch noch mit. Ah, was? War der da? Nee. Nehme ich jetzt mit. Passe ich. Ich muss eine Kurzordnung machen, Mädels. Wow, hat voll viel gebracht. So, die können weg. Die können auch weg. Es sind nur 9 Stück, die können weg. Einer, der kann weg. Ich brauche jetzt noch einiges an Platz. Eigentlich normal, wenn das Team merkt, okay, der Leader ist voll, wie ich jetzt, dann nehmen die meistens die ganzen Items mit. Altgard kaufe ich mir einfach neu, ist mir jetzt wurscht. Okay, Maus ist teuer. Sind wir jetzt alle da? Ich schon. So, zuerst ist rechts, dann kommt links, dann kommt beides. Irgendwie so war das mal. Ich habe jetzt hier wieder meine eigenen Spagat. Ich kümmere mich jetzt mal hier um die ganzen Spacken. Er kommt hier nicht so weit, meine Güte. Euer Ziel ist nicht zu viel. So. Was hätten wir? Bin so weit weg. Du musst sterben, Fee. Nehmen wir noch einen Heilspruch mit. Ja, der geht eigentlich noch. Brauche ich noch was?
Ich nehme mal noch einen Kälteflug mit. Müssen die eigentlich auf der anderen Seite? Euer Ziel existiert. Da kommt schon nicht. Der Boss. Verdammt. Bin zu langsam. Da kommt schon der Boss. Der ist schon ein bisschen größer. Wir haben jetzt auch übrigens hier noch einen Schutzschild, glaube ich, dazu bekommen. Der uns 8 Sekunden lang beschützt. Vor zum Beispiel AOE-Flächen-Schaden-Gedöns des Bosses. Komm schon. Komm schon, die eine Sekunde ist viel zu lange. Ich bin einfach zu nah dran. Soll zu sein. Ich stelle mich einfach ein bisschen weiter weg. Dann kriegen wir das auch locker hin. Das ist kein gültiges Ziel. Sauber. Da ich die auch ordentlich verbrate hier, dann das ist das falsche kann ich Ziel. Die auch mitnehmen. Die anderen Türme müssten alle noch in Ordnung sein. Alle mal immer schön. Und ja, das macht man einfach dann die ganze Zeit, dass sie 3 Ebenen lang. Und am Ende bekommt man eine schöne Belohnung und dann passt das. Es gab, glaube ich, auch mal Zeiten, da hat man auch für die ganzen Mobs die EP bekommen, was aber nicht mehr der Fall ist. Sind vergiftet. Osborn in der Mitte. Das war ein dummes Timing. Ich habe 2-mal Gift drauf gemacht. Das ist schon ein größeres Maximum. Man sieht es an der schönen Umrahmung hier. Oh, sie sind ganz schön zu kämpfen da drüben. Ich hätte mal eine Kältekugel schmeißen müssen. Jetzt macht dann zum Beispiel eigentlich das Schild, wenn er seine AOE macht. Weil das würde sonst sehr viel Schaden an uns machen. Ich habe nur echt keinen GK mehr. Toll. Weil die Fähigkeit braucht verdammt viel GK. Ich sie doch. Nice. So, hier wieder Full GK. Passt ganz gut. Kann ich nochmal den nächsten AOE blocken, wenn einer kommt. Mit dem Kälteflug friert man halt alles ein. Das ist halt mega geil. Der kann ja auch nichts mehr machen die Zeit lang. Für ein Standbild. Das gilt für mehrere Gegner, nicht nur für ihn. Ist schon nice. Okay, hier sind dann Silbermedaillen, die müssen wir jetzt gerecht aufteilen. Kriegt jeder eine. Eine ist noch drin. Genau. Jetzt hat jeder eine bekommen. Das ist dann noch gerecht aufgeteilt.
Super. Ich habe vorher noch die pinken Quests angenommen. Kann man einfach hier... ja, und jetzt haben wir eine Silbermedaille hier bekommen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen anderen Sack bekommen? Die kann aus... Ah, nein. What? Kann normal, wenn man... Maximum. Kann jetzt hier aus den Kartenstücken, wenn ich genügend zusammengekriegt habe, eine Kiste herstellen und mir auch nochmal so einen... eine Medaille quasi craften. Jetzt habe ich sogar Gold bekommen. Es gibt Bronze, Gold und Silber. Hier ist ja Gold. Ich habe jetzt eine schöne Gold bekommen. Ich habe, glaube ich, nur einen Key. Ja, dafür brauche ich 3 Schlüssel. Also wir nehmen mal so eine normale Kiste. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist cool. Ja, und dann kannst du halt entweder dann immer warten bis zum nächsten Run und die ganzen Medaillen einlösen. Du kannst das täglich laufen. Du kannst auch Schlüssel sammeln, dass du dann auch mal eine große Kiste bekommst. Und ansonsten war es eigentlich schon diese süße Instanz. Mehr macht man eigentlich nicht. Ist süß. Leider nicht immer da. Wäre jetzt so schön. Da kann man jetzt so viel cooles Zeug hier farmen. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Schokomünzen auspacken. Dann kann man hier zu der Händlerin für Schokomünzen gehen. Und kann sie entweder ein Bündel mit Abzeichen holen oder diesen tollen Schweif, der viel Glück beansprucht. Also die Abzeichen sind dann das hier, die Abzeichen der Eroberung. Und wir gucken mal, was wir jetzt rausbekommen. Wenn eine Münze... Ja, wir bekommen eine Münze. Ich habe kein Glück. Kommt halt eine Münze raus und ja... die habe ich auch noch. Ja, das war eigentlich schon der Schoko-Kaiser-Grab. Das ist meine Gladiatorin. cool. Ja. Ich find's cool, dass es momentan da ist. Ich werde jetzt immer schön laufen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären, helfen und so. Soweit ich zumindest... weiß und verstehe. Dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich oder denke ich wieder auf dem Assassin und bis dahin.